Frühling im Europa-Rosarium Sangerhausen. Pünktlich zu Ostern blühte in diesem Jahr ein Meer von Osterglocken und bot so einen schönen Rahmen für die schon traditionelle Osterparty der Firma Edeka Lehne. Hunderte von Kindern mit ihren Eltern, Großeltern und anderen Begleitern wurden bei bestem Wetter durch Mitarbeiter von Edeka empfangen und erhielten jeder ein kleines Geschenk vom Osterhasen. Die Organisation lag wie immer bei der Sangerhäuser Firma Newface, die zahlreiche weitere Unterstützer aktivieren konnte, die mit Stationen für die Kinder oder einfach mit Verkaufsständen die Vielfalt des Angebotes erhöhten. So zum Beispiel die Firma Lavajava aus Sangerhausen, die eine Auswahl an trendigen Fahrrädern präsentierte. Wir haben ein paar coole E-Bikes dabei. Eigentlich, ja, gerade so der Renner sind eigentlich. Genau. Entweder Tourenräder oder Mountainbikes und so, was sowieso eigentlich am meisten geht. Mhm. Ein paar Kinderräder jetzt sowieso. Okay. Wie ist das im Preissegment so? Wo geht das los? Also wir fangen an, bei den E-Bikes sind wir irgendwie so bei Mountainbikes so 2,5. Und was so Tourenräder gehen wir so los bei 3,5. Ist jetzt halt so, ja? Ja, dann haben sie aber echt... hochwertige Räder. Genau, mit Bosch-Motoren, das kostet halt alles ein paar Mal. Zum Publikumsmagneten entwickelte sich im Laufe des Tages eine Fotobox und das VW-Autohaus Schneider aus Helbra stellte wieder einen reinweißen Bus zum Bemalen mit Fingerfarben zur Verfügung. Sprungbogen, Geschicklichkeitsspiele, Bastelmöglichkeiten und lustige Ballons von Haraldino, das waren nur einige Highlights, die zu nennen wären. Hoppelhase Hans macht heute einen Tanz. Stehen dann auf einem Bein. Groß wie die Berge, gerade so wollen wir heute sein. Hoppelhase Hans macht heute einen Tanz. Hoppelhase Hans, seht mal an der Kanz, er weht ein. Ein Foto mit Rosenprinzessin Emily war genauso beliebt wie die interessanten Spielideen beim Neugier-Express, die auch die Erwachsenen begeisterten. Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sangerhausen halfen fleißig am Obststand von Edeka. Auf diese Weise wollten sie helfen, den anstehenden Abiball zu finanzieren. Imposant für klein und groß war schließlich die Lips Kakadu-Schuh. Während René Lips und seine Partnerin Anne die vier Kakadus Sultan, Cäsar, Johnny und Rocco zahlreiche artistische Kunststücke zeigen ließen. Vom einfachen Drehen an einer Stange bis zum Roller- oder Dreiradfahren. Während einige Kinder auch auf der Bühne mit aktiv werden konnten, hatte am Ende jeder die Möglichkeit, die Tiere, die ursprünglich aus Australien kommen, zu streicheln.